Weißt du was, kannst du schnell erzählen, was wir schon diskutiert haben? Dann kann ich hier mal weitermachen. Genau, also ich habe, Peter, du hattest ja die Idee aufgebracht, über Rio Tinto heute zu sprechen. Ja. Ich habe mich dann als privilegierter Premium-User in Obermatt etwas mit den Möglichkeiten des Filterns beschäftigt und bin dann draufgestoßen, habe auch Rio Tinto ein bisschen in der Wikipedia studiert und bin draufgekommen, dass sie eben einige kontroverse Themen haben, dass sie zum Beispiel von der UNESCO auf die Anklagebank gesetzt wurden, weil sie in Australien durch eine Bergwerkserweiterung im Stahlbereich, im Eisenerzbereich eine wichtige Kulturstätte der Aborigines zerstört haben und solche Dinge. Und da habe ich dann versucht, bei Obermatt einfach zu filtern und bin nicht weder bei Einschluss- noch bei Ausschlusskriterien auf eine sinnvolle Möglichkeit des Filterns gestoßen. Und jetzt versucht Hermann in seiner Originaldatenbank zu finden, welche Möglichkeiten es gibt, ich sage jetzt mal ESG-mäßig kontroverse Themen sozusagen zu identifizieren, dass man beim Filtern sagen kann, wir möchten Unternehmen, die kontrovers debattiert werden, ausgeschlossen werden. Aber kann man das automatisieren? Ich meine, müsste ja dann die Medien praktisch elektronisch scannen und ja, das müsste ja die DAIC, das habe ich gelernt jetzt. Wir haben schon mal kurz reingeguckt in diese Thomson Reuters Datenbank wohl. Und es gibt schon ein Flag, ein Rating sogar kontrovers diskutiert. Das wird also zur Verfügung gestellt, dieses Datum. Aber man kann es im Augenblick bei Obermatt nicht abfragen. Danach Filtern, ja. Das ist ja so, dass diese Höhlengeschichte hat ja dann einen riesigen Druck ausgelöst in Australien. Also eine Anthropologin hat das an die Medien gebracht. Der CEO musste abtreten und ja, auch genau. Zwei Leading Management ja. People, also ich nehme so Managing Directors, nehme ich an, gerade eine oder Geschäftsleitung vermutlich auch. Also insgesamt drei Leute aus der Geschäftsleitung zusammen mit dem CEO mussten abtreten. Und der Finanzchef ist dann eingesprungen. Das war ein sehr spannendes Interview. Ich glaube, das ist sogar ein Schwede. Sie hatten ja dann ein Führungsproblem. Und er ist ad interim, ist dann der Chief Financial Officer eingesprungen, hat das geleitet und hat sich dann auch beworben als CEO und hat das Rennen gemacht. Und also im Interview hat er mich sehr überzeugt. Er möchte mit diesen Geschichten aufräumen und habe echt ein gutes Gefühl gehabt, der bringt die Firma jetzt mal auf Trab. So wie zum Beispiel auch mit Holcim, oder? Der neue CEO von Holcim. Die möchten wirklich mal mit diesen üblen Geschichten aufräumen und einfach, sagen wir jetzt mal, ethisch sauber arbeiten. Es ist ja so, es war legal. Also das Sprengen der Höhle war absolut legal. Die australische Regierung hat Rio Tinto gesagt, sie dürfen auf diesem Land machen, was sie wollen, oder? Nur war es ethisch natürlich. Es war ethisch nicht vertretbar. Es ist das erste Mal überhaupt, dass so etwas zur Dekommission eines CEOs geführt hat. Ja. Ein nicht ethisches Vorgehen. Interessant, he? Also interessant. Also ich finde diese Überlegungen, oder, die du jetzt geführt hast, Peter, das sind die wichtigen Überlegungen, oder? Also mit anderen Worten, rein rechtlich hat das Unternehmen keinen Fehler begangen, sondern es hat sich gesellschaftlich etwas verändert, dass man das nicht mehr akzeptiert. Wir finden das sicher alle schockierend, dass das bis jetzt gegangen ist, oder? Aber das tut nichts zur Sache. Wichtig ist, dass das sehr wahrscheinlich der Rio Tinto
keinen massiven Schaden zuführen wird, wie zum Beispiel der Dieselskandal der VW. Oder? Also es ist eine gesellschaftliche Empörung, die meines Erachtens berechtigt ist, die aber nicht große finanzielle Konsequenzen haben wird für Rio Tinto. Also nicht vor Gericht, oder? Und von dem her, wenn man jetzt überlegt, ob man hier investieren soll oder nicht, oder spricht mal schon dafür, dass das Unternehmen jetzt aktuell ein großes, wichtiges, bekanntes Unternehmen sehr günstig ist. Oder das spricht eigentlich dafür, hier einzusteigen. Das Zweite, was dafür spricht, meines Erachtens, ist ein Unternehmen, das so etwas jetzt durchgemacht hat, so ein Trauma, wird sich in Zukunft viel, viel vorsichtiger bewegen. Oder? Die werden viel vorsichtiger sein mit der Zerstörung von Kulturgütern, weil sie wissen, das kann dem CEO den Kopf kosten. Also kannst du sogar davon ausgehen, dass wenn du in die Zukunft schaust, du bei Rio Tinto ein eher verantwortungsbewusstes Unternehmen findest. Ja, also mit dem neuen CEO habe ich das Gefühl, das kommt gut. Ja, also das finde ich jetzt, das sind jetzt ganz, ganz gute Recherchen, Peter, für einen Einstieg in Rio Tinto. Also ich glaube, ich kaufe die Aktie. Ich finde das wirklich ein guter Punkt. Du kaufst sie dann 11% günstiger als ich. Ist sie nochmals runtergefallen. Gut, das können wir nicht ändern. Die hast du gemerkt, oder? Die rauf und runter gehen. Ärgert mich natürlich unheimlich, aber. Ich habe mich eingeloggt da in mein E-Banking. Ah. Ja, und das ist jetzt die Rio Tinto vor uns. Die ist gar nicht so tief gefallen. Das war noch im letzten Quartal. Es ist auf dem Niveau von 18, 19 ist es jetzt. Ja? War auch schon mal viel tiefer. Ja? War mal deutlich tiefer. Ja. Rohstoffwerte sind natürlich extrem gestiegen in der letzten Zeit, ne, generell. Ja. Also ich finde das eine gute, ich finde das eine gute Sache. Das einzige Problem ist, die ist so stark gestiegen. Preis. Wie verkaufen wir? Das ist 4.000. Das sind Pence, ne? Das sind Pence. Vorsicht. Also das heißt 50 Pfund, oder? Ja. Mit etwa 100 Franken, ist das richtig? Nö. Das Pfund ist 1.30 Franken, oder? Ja. Ah, nur noch. Mamma mia, echt? Also etwa 80 Franken ist die Aktie. 65 Franken etwa. Ja, dann könnte man 100 kaufen, oder? Etwa, dann wären wir bei 6.000, oder? 6.000. Nein, was hast du gesagt? Bei 8.000, oder? Ja, hier wärst du bei etwa 6.500. Ja. Ja, finde ich schlecht. Und 120. 100 würden reichen. Dann würde ich sagen, ich zahle ein bisschen weniger. Hm? So, place order. Ah, aber ist hier nicht das Risiko, dass du dann nur Teile bekommst? Ja, das ist das Risiko. Mal schauen, was passiert. Am Schluss hast du dann 10 Stück. Ist mir schon passiert, oder? Ehrlich, ist mir schon passiert. Ja, am Schluss habe ich für 500 Franken habe ich eine Tranche bekommen bei Plug, okay. und dann ist nichts mehr passiert. Ja, das finde ich jetzt gut. Und das andere war Royal Mail, oder? Ich will es nicht sehen. Royal Mail, ja. Oh, zeig. Aber das sieht ja nicht schlecht. Ist auch nicht billig. Weißt also du, Royal Mail ist nicht billig. Oder wenn du natürlich jetzt sagst, ich schaue nur die letzten 3 Monate an, dann sieht es schlimm aus. Ja. Aber ich finde es manchmal gut, wenn man ein bisschen Kontext hat. So ich habe immer vor 2 Monaten gekauft. Ne? Ja, ist ein blödes Teil. Da war sie verdreifacht gegenüber dem Tiefpunkt vor 12 Monaten, hat sich von 2 auf 6 Euro umgerechnet. Das sind wir bei Obermatt, Royal Mail, Obermatt. Warum? Aber du sag mal, ich habe sie gekauft, weil sie halt bei XXL der Top-Wert Europa ist, wenn du keine Einschränkung machst. Ah ja, wieso ist die so hoch geratet? Die kommt auf Platz 1, wenn du nur nach Europa filterst, XXL, ist sie auf Platz 1.
Also Sie haben sicher total profitiert von der Corona-Krise, oder? Und dann war es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Was ist die Dividendenrendite? Schlecht, fast gar keine. Ah, ich kaufe keine Sorten. Ich kaufe nur, ganz ehrlich, momentan nur Aktien mit guten Dividendenrenditen. Also ich meine Royal Rio Tinto, die haben jetzt gerade 5 Pfund Dividende bezahlt für das erste halbe Jahr. Die machen so riesige Gewinne momentan. Und ich hoffe natürlich mit meinen Verlusten, dass sie dann auch für das Q2 noch muss 5 Pfund bezahlen. Also denen läuft es momentan einfach wahnsinnig gut, oder mit der Rohstoffpreisexplosion praktisch. Und aber da hast du einen Titel, und ich meine, Rio Tinto ist der älteste Bergbaukonzern der Welt, 1860 gegründet. Ich denke einfach, und die zahlen hohe Dividenden. Da hast du mindestens die Dividenden, oder? Ich bin bei dir, Peter. Also das Rio Tinto hat mich jetzt überzeugt. Beim Royal Mail warte ich noch etwas. Scheint doch ein bisschen teuer zu sein. Sorry, Uwe. Zu diesem Punkt hier. Die fantastische Geschichte von dir, Hermann, wo du vor dem Tagesanzeigegebäude stehst und erklärst, warum du Tagi-Aktien kaufst und wie das gesunken ist und wie das jetzt explodiert ist. Also einfach, ja. Ja, du hast es zu einem Zeitpunkt gesehen, was natürlich eine gute Story war damals. Genau. Als ich das gekauft habe, habe ich wirklich massive Kritik gekriegt, dass ich in so ein Scheißunternehmen investiere, oder wo die Medien ja eh keine Chance mehr haben. Also ja, und jetzt ist es genau das Gegenteil. Und ich sage, Peter, das ist genau der Punkt. Es ist lustig, ich habe eine Riesenkritik gekriegt, als ich Peugeot gekauft habe, weil die Leute lieber deutsche Autos haben, aber Peugeot war günstig. Das war die viel bessere Investition als BMW, die ich eine Woche später gekauft habe. BMW hat niemand etwas gesagt. Die Leute sind unglaublich emotional, und deshalb versuche ich auch meine Methode zu verfolgen, weil das nimmt ein bisschen Emotionalität weg. Du hast ein paar Fakten, weißt du, und das ist Rio Tinto, finde ich, ein super Beispiel. Und du kannst dann die Fakten, ein bisschen deine Emotionen kontrollieren, weil bei Rio Tinto sagt man jetzt zuerst einmal Hände weg, oder? Ja. Schauen, ob ich es gekriegt habe. Weiß nicht, ob ich das gekriegt habe oder nicht. Findet man das heraus? Genau. Und der zweite Punkt vielleicht nebenher noch wäre, es wäre hilfreich, wenn du bei den Aktien, wo es von dir ein Video oder ein Podcast gibt, könnte man das vielleicht bei den Aktien verlinken? Ja, das ist verlinkt bei den Aktien, ja. Das Problem ist, es ist nur verlinkt auf der Webseite. Also wenn ich jetzt Royal Mail, habe ich noch kein Video gemacht, aber ich weiß, ich habe ja ein Video bei ABB zum Beispiel. Ja, genau. Ein uraltes Video, das ist noch. Wo ist das verlinkt? Wie finde ich den Link? Also ich muss suchen, oder? Genau, also hier Stock Discussion, siehst du, hier ist es bei ABB. Ah, okay, das meinte ich. Super, danke. Also da ist es verlinkt, wo es nicht verlinkt ist, im Login-Bereich habe ich es noch nicht eingebaut. Okay, nee, super, das hatte ich nicht vielleicht gesehen. Doch, fast. Und das war ein guter Deal mit ABB, ja. Ehrlich? Ja, ich schaue das Zeug gar nicht. Das war übrigens 2016, oder? Naja, die ABB, die sind ja jetzt sehr hoch. Die sind über 30. Du, jetzt muss ich es langsam schließen für heute.